Hallo und herzlich willkommen zurück in bei einer weiteren Folge Fire Emblem Fates Conquest. Wir haben jetzt hier den ersten Damm gebrochen und sind unterwegs zu den nächsten. Problematisch werden wahrscheinlich immer diese Einrichtungen hier, weil Sakura kann das hier bedienen, glaube ich. Solange man Stäbe bedienen kann, kann man das bedienen und in dem Fall hat sie sogar B für Bögen. Hier sind immer mehr von diesen Oni. Das ist die Frage, was trifft. Na, okay. Also ist hier immer nur das Problem, dass die ziemlich viel treffen und ich brauche hier etwas, das wesentlich eine sehr hohe Verteidigung hat. So. Moment, da der mit dem roten Tiergeist angreifen wird, brauchen wir irgendwas Blaues. Aber die Resi von ihr ist so niedrig. Ja, wir wollten ja hier mit drin. So. Wie machen wir es hier? Die Schlangen mit Grün zu, also wäre was Rotes sinnvoll. Da werden wir mit ihm dann hingehen, aber nicht dieses Mal. Ah, verdammt, wir hätten es doch machen sollen. Naja, egal. Jetzt ist es auch schon zu spät. So. Dann schauen wir mal. Oh, die greifen hier nicht an. Das ist natürlich dann unser Glück. Okay, sie macht es fertig. Und wie ist es? Die kommen hier nicht ran, also wenn der tot ist, dann ist vorbei und er hat nur eine Stahlkeule in der Hand. Okay, Odin, dann. Der wird sich doch verarschen, der schafft es nicht, die Wand zu zerstören. Na, wenigstens du. Zehn. Oh, das ist so. Und wie ist es mit dem Yato? 14. 20 hat er dann schon abgezogen bekommen. Naja, das sollte klappen. Ich meine, schließlich schlägt sie ja dann auch immer noch zu. Ich hoffe nur, sie trifft vollständig. Aber wir können ja dann nochmal. Ja, wir können sie ja dann nochmal zuschlagen lassen. Doppeltreffer gleich. Das ist doch schon mal gut. Oh, jetzt macht er 20 Schaden. Vorhin waren es nur 14. Das sind 6 mehr Schaden. Ja, du hast es wirklich richtig gemacht. So, und jetzt gucken wir nochmal hier nach. Da. Okay. Ist egal, wo ich mich hinstelle, prinzipiell. Solange ich das hier nutze, dürfte das keinen Unterschied machen. Und mit ihr im Nacken müsste das erst recht unabhängig sein. So, dann brechen wir durch die ersten Barrikaden durch. Hier ist scheinbar wieder so einer, den können wir. Okay, aber da sieht man das brechende Gesicht. Das zerbricht ja förmlich. Moment, hat er einen Bogen ausgerüstet? Wie es aussieht, nicht. Haben wir noch eine Notoption? Eigentlich nicht. Doof. Aber würde sie... Ich glaube schon, dass das funktioniert. Ich meine, sie muss nur einmal treffen, dann ist er bei 28. Und dann... Ja, das sollte funktionieren. Ich meine, sie muss noch nicht mal einmal treffen. Wäre natürlich gut, wenn sie einmal trifft.
Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das mit ihm einfach beenden, einfach höher. Ja, jetzt hat er sogar 32. Gut. Das Wichtigste war, dass er überhaupt getroffen hat. Das ist nämlich das Schlimmste am Siegfried. Oder an unserem Xander mit Siegfried, weil der trifft einfach so schlecht. Ich meine, ihr habt es ja jetzt gesehen, selbst mit. Oh, der. Selbst mit S-Unterstützung hat er nur 93%. Und das ist halt mickrig. Und Goldbahnen sind viel besser. Und wir haben hier immer noch dieses Problem mit den Türmen. Nun gut, das hatte ich so eigentlich erwartet, dass wir kaum Schaden nehmen. Dafür unsere Gegner sehr viel und die Kameraperspektive natürlich wieder mal. Scheiße, was ist denn jetzt los? Von hinten den Rücken fallen. Ja, geht's noch. Gut, sie kann einen erledigen. Am besten nimmst du den hier. Dann wird es bald auf der anderen Seite wahrscheinlich derselbe Fall sein. Oh, scheiße, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass sie so viel Schaden nimmt. Verschwender wurde gelernt. Okay. Goldbahn ausgeben, um 10 Schaden zu verursachen und minus 10 Schaden zu erleiden. Für wie lange? Wenn das immer am Anfang des Zuges geht, dann ist das voll okay. So, wie wär's denn damit? Ich würde es versuchen. Ich meine, er hat 30%ige Crit-Chance. Was denn? Ja. Hättest du das nicht vorher haben können? Aber das war schon cool. Sein Move war mal passend. Okay, jetzt ist die Frage, wie gehen wir hier weiter vor? Also wir haben hier nur den Kronprinz. Sollten uns aber mal ein bisschen beruhigen. Ich gehe davon aus, hier kommen gleich die nächsten zwei. Deswegen muss ich ein paar Truppen zurückbeordern. So. Du darfst zurück. Und du musst zurück. Und das Beste ist eigentlich, wenn du mit ihm auch zurückgehst. Na, verdammt, ich wollte sammeln. Okay. Jetzt ist die Frage, was als nächstes tun? Weil dieses komische Ding hier. Das hat's auf alles abgesehen. Und was kommt hier hin? Ja. Okay, da müssen wir irgendwas hinstellen. Und am besten dich, Xander. Dann kannst du nochmal hier rüber und das Ding machen, sobald es genutzt gebraucht wird. Ja, wir haben nichts Grünes auf dieser Seite, außer hier die beiden mit Bögen. Wo kommen die denn jetzt her? Was ist denn jetzt los? Was ist denn hier? Doppelflieger auch noch. Ja gut, schlimm ist es nicht.
Wir haben ja unsere Bogenschützen, aber leider sind unsere Bogenschützen hier hinten. So. So, warten. Okay, Mosu kann dann hier rein und warten. Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht geguckt, wie das mit dieser Fähigkeit ist, ob man die jetzt hier so ausgibt oder... Das Problem ist, welche von denen hat die... Haben die Stahlkeulen Reichweite? Nee. Ja, so dachte ich mir das gerade. Okay, dann ziehen wir uns doch wieder langsam zurück. So. Ich werde diese Feste und Milady Sakuras Ehre verteidigen. Ja. Mein Verfehl-Duo, wenn man so will. Das ist natürlich wieder genial. Die haben so geparkt, dass sie überall hinkommen. Und wenn ich die angreife, kann ich sie zwar erledigen, aber danach habe ich immer, dann kommen sie ja sogar mal hin. Die können selbst sie angreifen, das ist schon hässlich. Ich meine, ich könnte sie hier hinstellen und dann haben wir den weg. Dann stellt sich die Frage... Na, Mosu hält eigentlich ziemlich viel aus, oder? Wie sieht's denn aus? Kriegt ja gar keinen Schaden von denen. Ja gut, Oh, verschwenden! Ah! Das... Ach du Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Ja, ich habe wirklich verloren. Wie tollpatschig von mir. Ach, sie richtet wegen... Wenn sie Goldbarren im Inventar hat, richtet sie mir... Ach du Scheiße! Jetzt machen wir mal etwas hier und machen Zuflucht. Haben wir hier Mosu rein. Also, die haben 9 Felder Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, jetzt kommen sie im Prinzip nur darum wegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Scheiße. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Die kommen genau da zu ihm. Na gut, die Verteidigung erhöhen, das ist das Beste, was ich tun kann. Echt schlecht jetzt gerade. Und das sieht gut aus. Mach das. Dann wird er halt allein hier ein bisschen mit diesen rum, mit den Typen hier rumspielen.
Puh, das ist jetzt echt Glücksspiel, was ich hier betreibe. Aber wir haben eine 18er Verteidigung. Gut, Mosu hat 29. Boah, aus der Entfernung heilen. Das ist sehr knapp. Naja, oder er macht seine 3% Crit-Chance wahr. Mein Gott, war das eine knappe Kiste. Boah, ich sag's offen, hätte ich die jetzt nicht zusammengetan, hätten sie es nicht überlebt. 100 Pro. Und was ist das hier jetzt? Boah, ihr wollt dich doch verarschen. Mit 8%iger Crit-Chance. Vorher 23 Schaden reindrücken? Nö. Komm, ja. Du musst einfach treffen, aber. Gut. Bravo, Junge. Ich liebe es in der Nur-Kampagne. Ihr dürft nie vergessen, solche Verstärkungen sind Gold wert. Die müssen gemacht werden. Ihr habt keinerlei Trainingsmöglichkeiten. Ihr müsst jeden Gegner, wenn es geht, fertig machen. Wir haben keine Zeitbegrenzung hier. Nicht wie bei den 1000 Treppen da. Oh, das machen wir. Ja, ich mach das jetzt, weil ich muss die ausschalten, sonst kriege ich den... Oh, D-Level auch schon. Sonst kriege ich den Zweitangriff durch, ja gut, der ist nicht so toll. 17%. Komm, jetzt machst du einfach einen Crit und dann hat sich das erledigt. Okay, dann muss eben der Affe hier ran. 2x12. Ach du Scheiße. Der hat aber so eine schlechte. Der hat 38% Crit. Habt ihr das gesehen? 38. 38. Das ist doch. Damit müssen wir mal. Damit müssen wir ja versuchen. Natürlich, sie verfehlt. Was müssen wir denn hier jetzt machen? Wir hätten hier so, wir hätten hier eine ganze Armee drauf. Kann es doch fast schon nicht sein. 2x70%, also wenn da jetzt einer... Ey, ich wollte schon sagen. Das wäre nicht mit rechten Dingen zugegangen, wenn wir da nichts getroffen hätten. Stufe 30. So. Mal sehen. 26 und 11. Das müsste ja reichen. Wahrscheinlich. Jetzt verarsch mich. Der hat halt auch 30% Crit-Chance. Shura hat die Fähigkeit glorreiche 7 gelernt. Verleiht Treffer und Abwehr für die ersten 7 Züge. Ach du Schande. Pff, gehen wir auf die 2%, auf diese 12%. Ja gut. Erledigen können wir ihn auf jeden Fall. Das mit der Heilung wird halt hart. Und er wird das nächste Runde dann sein. Kann ich nicht rechnen? Wie es aussieht, nee. Wie es aussieht, kann ich nicht rechnen.
Nee, die kann nicht. Mach irgendwas. Hau ihn weg. Boah. Endlich wenigstens geschafft. Das Schlechte daran, wir haben fast unsere ganze Armee dafür gebraucht. Und das ist schlecht. Okay, du wirst weiter hier noch zuschlagen. Machen wir den Angriff noch. So, dann sind die Leute hier vorne sind die letzten, die noch weiterkommen können. Und wir werden uns beim nächsten Mal damit beschäftigen, den nächsten Schritt zu wagen. Zum Beispiel das hier einzunehmen und damit das zu stürzen, um Hanna zu attackieren. Und damit dann die Stufe. Also es geht Schritt für Schritt voran. Mich stört halt noch diese Kanonen. Weil die könnten uns ziemlichen Ärger bereiten. Na gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr weiterhin dabei wart und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.